So, Freunde der Spiegeltour, Gebäude haben Gefühle, haben auch Gefühle, richtig übersetzt. Eigentlich ein Rätselspielchen. Ist aber in seinen Reviews ein bisschen gestorben. Weil die Bedienung anscheinend mit Controller am besten ist und das für den PC ein bisschen kacke rüberkam. Hat aber eigentlich ein ganz nettes Artdesign und man baut halt so gesehen eine Stadt auf, aber die Gebäude haben auch Gefühle und brauchen gewisse Gebäude in ihrer Umgebung, um zu funktionieren. Das Ganze ist aber ein bisschen rätselhaft. Also wie so ein Rätsel aufgebaut. Das sind die Sachen, die ich weiß. Es wurde mir zugeschickt, ich werde es jetzt spielen, wir schauen uns das einfach gemeinsam in Ruhe an. Es wird hoffentlich erklärt, wie Rätsel funktionieren. Sie sollen auch manchmal ein bisschen knackig sein. Damit die Gebäude aufgewertet werden können, müssen sie, was auch immer, weiter. Circa 1900. Wie ist es dazu gekommen? Ich würde gerne glauben, dass ich ein solides Leben geführt habe. Einige Ziege und Mörtel sollten für immer halten. Andere wie ich sind dazu bestimmt zu bröckeln. Sie müssen sich mit ihrem Instandsetzungszahlung verspätet haben. Ach je. Vielleicht hätte ich mich früher ändern sollen. Aber dafür wurde ich gebaut. Ich werde nicht so enden. Ich werde ewig leben. Verdienst Ziegelsteine, indem du Geschäfte aufwärts und Aufgaben zuteilst. Brauchst du Hilfe? Im Hilfemenü findest du weitere Informationen. Ich hoffe einfach, es wird ein paar Sachen erklärt. Ich mag dieses Artdesign einfach, weshalb ich damals mir hab einen Key geben lassen, ohne zu wissen, was das Spiel überhaupt macht. Aber diese sprechenden Gebäude auf Füßen. Oh, schau mal, wer da ist. Oh hey, du warst beim Abriss der alten Docks, nicht wahr? Es ist gut, dass du hier bist. Ich und Lagerhalle hier haben gerade über diese Nachbarschaft gesprochen. Wir könnten wirklich etwas Hilfe gebrauchen. Es war in letzter Zeit wenig los. Zuerst denke ich, dass du eine kleine Übersicht brauchst. Übersicht über die Nachbarschaft. Durch Drücken erhältst du eine Übersicht über den Zustand deiner Gebäude. Super, du wirst sehen, dass ich gerade Mieträume habe. Und mein Freund hier? Ich beschäftige mich heutzutage mit Frischwaren. Der grünste Lebensmittelhändler, den du in der Gegend findest. Also Lagerhalle, ich habe nachgedacht. Okay. Wir könnten hier wirklich ein paar neue Ziegelsteine gebrauchen. Die Lager und ich denken, wir brauchen ein oder zwei neue Gebäude in dieser Gegend. Versuchen wir etwas Neues zu bauen. Baue ein neues Gebäude, indem du einen leeren Bauplatz mit der A-Taste auswählst. Du kannst die Position im Baumenü mit folgenden Tasten präzisieren. Ein Schornstein. Da ist das erste Gebäude einfach mal ein riesiger Schornstein. Wo zum Teufel bin ich? Wer bist du? Warum bist du da unten? Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, woran ich dachte. Wir sollten diesem armen Schornstein wirklich helfen. Er ist riesig. Ein Gebäude wird sich wie das größte, was ich je gesehen habe. Öffne den Schornstein und gib ihm etwas zu tun. Öffne das Baumenü, indem du ein Gebäude mit folgenden Tasten anwählst. A. Füge ihm ein Geschäft hinzu. Ach ja, es dröhnt der Fabrikmaschinen. Leinenweberei.
Das hat mir wirklich geholfen. Mit jedem Moment, der vergeht, fühle ich mich mehr wie ich selbst. Fantastisch, das scheint den Schornstein beruhigt zu haben. Ja, aber dir geht's jetzt schlechter, weil der dämliche Schornstein... Warte mal, ist das... Hast du da eine Fabrik? Ich habe es sehr genossen, eine Fabrik zu sein, weißt du? Nicht jetzt, Lagerhalle. Nein, das wird nichts. Das ist nicht akzeptabel. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um Lagerhalle dazu zu bringen, die Fabrikarbeit einzustellen? Wenn du genauer hinschaust, wirst du sehen, welche Auswirkungen Fabriken haben. Du hast einen detaillierten Überblick, ja, wenn du RT erhältst. Hier kannst du sehen, ob dein Gebäude und dein Geschäft einen positiven oder negativen Einfluss auf die Gebäude in der Umgebung haben. Ja, der hat negativen Effekt auf das Mietshaus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich darum kümmern kann. Es war eine stressige Tortur, Lagerhalle aus dem Fabrikgeschäft herauszuholen. Der Schornstein dort bringt mich zum Nachdenken. Wie wäre es, wenn ich dir dir die Seile zeige? Wähle Lagerhalle. Sehen wir uns zuerst die Eigenschaften an. Er ist ein bisschen krank. So, Lebensmittel. Jedes Attribut mit einem passenden Symbol. Nette Einheimische. Bin nicht sicher, was das Spiel mir zeigen will. Ach so, ich bräuchte Einwohner in der Umgebung. Momentan bietet mein Lebensmittelhändler frisches Gemüse für die Gebäude in der Umgebung an. Wir können mehr über frisches Gemüse erfahren. Hier sehen wir, dass frisches Gemüse ja 1 wert ist. Sehen wir uns jetzt die Anreizeziele an. Wir müssen die Anreizeziele abschließen, um Anreiz für Aufwertung zu verdienen. Diese verleihen deinen Gebäuden Anreiz basierend auf den Eigenschaften der umliegenden Gebäude. Schließe Anreizziele ab für Max Anreiz, damit du aufwerten kannst. Das hat doch niemand nachgelesen. Wie du siehst, brauchen wir 2 Einwohner, um ein Herz zu verdienen. In der Gebäudeübersicht erfahren wir mehr. Hier kannst du sehen, welche Gebäude zu deinen Anreizzielen beitragen. Das ist mein guter Freund von nebenan mit einem Bewohner. Wie wäre es, wenn wir in der Nähe mehr Mieträume bauen? Pass auf, jetzt vergesst nicht, alle Gebäude sind für alle Arten von Arbeit geeignet, verstehst du? Alle Gebäude enthalten eine Planungsbeschränkungskarte. Nur Geschäfte, die dasselbe Industriesymbol haben, können in diesem Gebäude gebaut werden. Mieträume sind Teil der Industrie, also brauchen wir ein passendes Gebäude. Hallo Mietgebäude 2. Dem füge ich jetzt das Geschäft hinzu, und zwar Mieträume. Juhu! Fantastisch, jetzt können wir die Nachbarschaft mit Obst und Gemüse versorgen. Und ich glaube, ich kann dich aufwerten. Dein Verdienst plus 4, was auch immer. Wie du siehst, wurden meine Anreizeziele aktualisiert. Manchmal brauchst du eine bestimmte Eigenschaft wie nette Einheimische. Wenn du dir nicht sicher bist, wo du eine Eigenschaft für ein Anreizziel finden kannst, kannst du dir jederzeit die Details ansehen. Ich lerne diese Lebensmittelhändler-Sache ziemlich gut. Fühlte mich ein oder zweimal wie eine rechte Rübe.
aber ich beginne es zu meistern. Hey, falls du es nicht wusstest. Wenn du nicht weiter weißt, bitte ein Gebäude mit Y um Rat. Ich hätte gern etwas nette Einheimische hier. Lagerhalle, nun sieh dich an. Ich wollte nichts sagen, aber ich habe ein paar Ziegelsteine beiseite gelegt. Warum räumst du nicht etwas Platz frei? Ich wusste nicht, dass du Ziegelsteine einfach rumliegen lässt. Nun, es war mein Notfallvorrat. Hä, was ist mit dem Winter? Gibt's eine Renntaste für mein Haus? Wunderbar, so viel Platz für Aktivitäten. Wenn Schornstein diese Fabrikarbeit ernst meint, müssen sie sich von Lagerhalle und mir entfernen. Jetzt sag nicht, Schornstein kann sich wegbewegen. Puh, nun sieh sich das einer an. Ich sollte meine Fabrik wirklich aus dem Weg schaffen, stimmt's? Sie waren sehr zuvorkommend. Sir, machen wir es dieses Mal offiziell. Straßen, dort wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Moment, nein, Blödsinn, wir brauchen sehr wohl Straßen. Bewege Schornstein. Es hat schon einen gewissen Charme. Puh, wusste nicht, dass das so in mir steckt. Geschafft. Schornstein hat sich wegbewegt. Diese kleinen Gebäude waren ein bisschen komisch, nicht wahr? Es muss daran liegen, dass die so nah am Straßenniveau liegen. Was ist da unten überhaupt? Wissen wir es denn? Bringe diese Rohre zum Rauchen. Danke dafür. Es ist wirklich für Lagerhalle. Es hat viel gekostet, hierher zu kommen. Und weißt du, ich denke, wir haben wirklich Fortschritte gemacht. Schau, wie freigeräumt es ist. Perfekt für mehr Gebäude. Hier, nimm den letzten meiner Ziegelsteine und lass uns diese Nachbarschaft wieder auf Kurs bringen. Ich glaube, Ziegelsteine ist das goldene Zeug rechts oben. Ich habe einige weitere Gebäude und Unternehmen angefordert, damit du loslegen kannst. Dein Gebäudeanreiz kannst du im Bonusübersicht im Kreis über ein Gebäude ablesen. Je höher, desto besser. Den Gesamtanreiz deiner Nachbarschaft kannst du jederzeit am unteren Bildschirmrand ablesen. Ein neues Jahrhundert, eine frisch geteerte Straße. Baue ein neues Gebäude, öffne eine Kneipe, bringe die Nachbarschaft auf 12 Anreiz. So, du kannst jetzt eine Kneipe werden. Ein Pint. Also Mieträume brauchen eine Kneipe. Und halt Lebensmittel. Stop, woran mangelt es dir? Thank you.
Oh, ich glaube, ich verstehe es nicht hundertprozentig. Also ich verstehe schon, was gedacht ist oder was gemeint ist, aber es ist halt irgendwie ein neues Jahrhundert, eine frisch geteerte Straße, dein Verdienst 60 Ziegelsteine. Dieser Ort beginnt sich zu entwickeln. Es wird darüber geredet, dass auf der anderen Seite der Brücke einige Gebäude Hilfe benötigen. Vielleicht könntest du ihnen ein oder zwei Gerüste geben. Ich habe mit der Stadt gesprochen und diese Seite der Nachbarschaft freigeschaltet. Komm jederzeit gerne zurück. Was bin ich eigentlich für ein Gebäude? Ein Eiscafé? Ach so, so schalte ich die Brücke frei. Hallo, Liebes. Hier. Und wenn ich nicht mit dir reden will? Sieh dich an, läufst sorglos umher, wärmst die Kohle der alten Fabrik. Oh, meine treuen Fabrikanlagen. Keuch. Ich werde es ihnen immer recht machen, weißt du? Wir hatten in letzter Zeit einige Schwierigkeiten, aber das ist Laienopolis. Wir müssen nur am Ball bleiben. Einige Gebäude besitzen Infrastruktur. Diese verleihen zusätzliche Eigenschaften oder Anreizziele bei einem Gebäude. Ist das nicht so? Ihr alle? Keuch, keuch. Bin ich das einzige Haus, dessen Dach hier gerade festgenagelt ist? Die Fabrik fällt auseinander. Wir sind erledigt. An dieser fehlgeleiteten Optimismus wegen der Zukunft. All dieser fehlgeleitete Optimismus wegen der Zukunft ist eine komplette Erfindung. Kannst du mir helfen, hier wegzukommen? Willst du weg, Liebes? Es sind alle zuverlässige Fabriken, die lügen. Bis dann, Todziegel. Wow, ich kann endlich atmen, danke. Du weißt nicht, wie es war, unter so vielen Gebäuden, die alle blind Fabrik folgten. Es wird nicht lange dauern, bis sich die Dinge für die alte Leinenweberei entwirren. Es wird Zeit, dass wir Häuser unser eigenes Ding machen. Ich hörte eines dieser schicken neuen Gebäude über den vornehmsten Beruf des Buchhalters sprechen und denke, das ist genau das Richtige für mich. Verwandt ist eine 2-Sterne-Buchhaltung. Ah, Bürobedarf. Ich habe an eine andere Buchhaltung gedacht. Dann geh mal in die Mitte. Es geht wirklich nur um Verantwortung. Ein Geschäft in der Nähe könnte helfen. Eine Buchhandlung vielleicht. Nein. Du brauchst erstmal Mannequin in der Nähe. Also ein kleines Wohngebäude. Mit Mietern. Ich bin nur ein leeres Gebäude ohne Geschäft. Ach so, Bürobedarf. Ach, zusammen könnt ihr Liebe machen. Du und dein Bürobedarfgebäude daneben. Meine Zahlen sind gezählt. Fantastisch.
Bin kein Weber, ich bin ein Spinner. Ich habe die Zahlen eingegeben und alles deutet auf Arbeitshaus hin. Wir brauchen jetzt ein Spitzenteam, mehr Büros, um diese Wirtschaft am Leben zu halten und eine Menge Cafés, um die Leute zu ernähren. Machen wir uns an die Arbeit. Hallo Lagerhalle. Du brauchst eine Kneipe. Oh ja. Du bist doch schon Stufe 3 oder bist jetzt Stufe 2? Darf ich dich bitte ein Stück rüber bewegen? Kneipe hat einen negativen Effekt auf euch. Dann komm mal mit. Nur ein leeres Gebäude ohne Geschäft. Abreißen kann ich dich nicht, oder was? Oh, Fabrik hat was. Ich verstehe nicht, diese Stadt wurde auf Leinen gebaut. Alles zerfällt. Vielleicht ist es Zeit, dass ich etwas ändere. Ah, eine Whiskybrennerei zu verändern. Wilde Verschmutzung durch Whiskybrennerei. So, eine kleine Lagerhalle. Das ist ein Knobelspiel. Und das erwarten, glaube ich, viele Leute nicht, wenn die das Spiel sehen. So, milde Verschmutzung und Fabrikleistung bringt er. Aber ich brauche ja... Produziert von Leinweberei oder Whiskybrennerei.
Das ist ja komisch. Du bist doch schon eine witzige Brennerei. Da muss ich eine zweite Brennerei neben dich setzen. Oh toll, ich kann Dekos setzen, mit rechten Analogstick festsetzen. Also ihr erzeugt nicht zusätzlich irgendwas. So, jetzt bist du eine Whisky-Bennerei. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Hicks besoffen bin. Ich hoffe, Arbeitshaus schafft es alleine. Ich vermisse ihn. Nur was wird als Café gelten? Ach scheiße, die Kneipe war schon richtig. Kneipe braucht aber zwei Einheimische. So, jetzt geht mich auf das Maximum. Pastetenladen, Kaffee. Einkäufe im Pint-Format sind unbegrenzt möglich. Neues Gebäude, Kaffee. Es irritiert mich wirklich an allen Ecken, dieses Spiel. Hausbesetzer? Nein, ich konzentriere mich im Moment auf mein oberes Meisterwerk. Ich denke mal, der Pastetenladen. Yes. Doch, das wird das Café sein. Ah ne, das ist das Café. Thank you.
raus aus den Federn. I toast. Da braut sich ein Sturm zusammen. Raus aus den Federn. Ja, ihr profitiert jetzt davon, dass das Café in der Nähe ist. Was fällt wieder zurück in den Zustand davor, weil was in der Nähe fehlt. Der bräuchte einen weiteren Einwohner in der Nähe. Du willst nur, dass ich die Büros baue, ne? Und das reicht doch schon. Ach verdammt, ich hatte schon 3. Hervorragend. Du hast ein riesen Durcheinander hier gemacht, weil ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Zum industriellen Takt der Maschinen. Ich frage mich, wie es Fabrik geht. Du weißt genau, wie es Fabrik geht. Gut. Was meinst du damit, dass Fabrik sich dem Fass zugewandt hat? Das geht nicht. Ich habe eines dieser schicken Gebäude über eine Art Vertragsrecht reden hören. Oh mein Gott. Ich glaube aber, ich bin hier raus an der Stelle. Sehr kurz ist angespielt. Es ist halt wirklich ein Knobelspiel. Wo man die Gebäude richtig zueinander führen muss, damit die richtigen Stufen haben. Also muss halt ganz viel lernen über die Synergien der Gebäude. Die dürfen die Ziegel nicht ausgehen. Und es wird halt, die Straße wird halt immer länger. Du hast halt immer mehr zu tun. Das kann Leuten gefallen. Für mich ist das für die Uhrzeit, glaube ich, das Falsche. Obwohl mir dieses... Diese Häuser. Sie sind schon knuddelig, ey. Und dass sie alle reden und wenn du eine Whisky probieren geht über Studieren. Was tun wir jetzt? Wie wäre es mit noch mehr Gemüse? Hört sich gruselig an. Ich hätte gern mehr Handelsgesetze. Ein Nachbar mit Bürobedarf könnte wirklich hilfreich sein. Aber schon drollig. Ich kann es weder positiv noch negativ bewerten. Wer knobelt, für den wird das was sein. Für mich ist das zu der Zeit wirklich nichts. Tschüss nach YouTube. Wir gehen zurück auf Sendung.